So, Leute, es geht weiter mit Elden Ring. Wir machen genau da weiter, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Ihr kennt den Drill. Und das Spannende ist ja, ich habe hier nur schon mal andere Waffen angezogen. Hier war ja der Boss. Und es ist ja alles so verrückt schon wieder. Und hier ist ein komplett neues Gebiet, Leute. Hier ist einfach mal ein komplett neues Gebiet. Und wir sind hier im Bereich, das ist noch nicht aufgedeckt. Und das Lustige ist ja, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Denn ursprünglich war ich hier, Shadowkeep. Und hab mir gedacht, komm, machst du mal Shadowkeep. Und dann, wie war denn das nochmal? Dann bin ich da irgendwo lang, dies, das, Ananas. Da ging es dann irgendwie runter. Und dann bin ich hier lang und dann hier lang. Und dann hier lang. Und dann gab es da Katakomben, damit bin ich weiter runter. So wie es halt immer ist in diesem Spiel. Und jetzt bin ich irgendwie hier komplett am Arsch. In einem neuen Gebiet. Die Frage ist, will ich jetzt dieses Gebiet überhaupt schon machen? Oder beam ich mich wieder zurück in den Shadowkeep und mach da erstmal weiter? Fragen über Fragen. Das sieht ja richtig geil aus. Guck dir das an. Mein Gott, ich liebe FromSoft so sehr. Mann, das ist schon nicht mehr normal. Ich mag die schon zu sehr. It awaits inside. It. Wer ist it? Erstmal hier gucken. Ich habe ja trotzdem erst zwei Remembrance-Bosse gemacht, obwohl ich bestimmt schon 50, wie viele Stunden habe ich schon gespielt hier im DLC? 50 Stunden bestimmt, oder? Keine Ahnung. Mehr noch. Erst zwei Remembrance-Bosse. Was ist das hier? Noch keine Gegner? Ich meine, dieses Gebiet kennt man aus dem Trailer. Da ist er doch auch hier so lang geritten. Da war doch auch sowas mit so Trauerweiden. Ich meine, das ist das. Jetzt noch mal hoch. Wir mockscheckeln mal. Waren es nicht drei Ede? Drei was? Ach, drei Remembrance-Bosse? Den Löwen, Relana. Wer noch? Turn back while you are yet able. Der Reiter? Welcher Reiter? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hab ich drei Remembrance? Mal so kurz nachgucken. Wo sind sie? Was sind denn die Remembrances? Hier? Huch, was ist denn das? Offer. Twin Maiden Husks. Ach ja, das muss ich ja noch machen. Stimmt, ich habe ja gesagt, ich muss mal wieder
Zu den Twin Maidens. Ja, was weiß ich? Ich weiß jetzt nicht, wo die Remembrances sind. Da. Wen habe ich denn? Fire Giant, Grafted, Full Moon Star Scorch, Dragon Lord. Achso, das sind noch die aus dem Main Game vom NG Plus. Keine Ahnung. Da mag jemand den Supermarkt-Song. Das freut mich. Einkaufen ist super. Zwei kaufen ist besser. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Text geht. Das ist echt. Hitpotenzial. Ist hier was? Was hat die nur... Achso, ich soll umdrehen, solange es noch geht. Wie kommt man da hoch? Kommt man da hoch? Das riecht nach Boss oder Überfall hier. Alter, wie sich das da weitet. So ein bisschen Dagobah-Vibes. Das Bonfire da unten. Ich finde nur irgendwo ein X-Wing versunken. Mesmer habe ich noch nicht gelegt. Nope. Once you are seen, there is no escape. Cannot even be touched. What the fuck? Das ist ja fast schon so Horrorspiel-Vibes hier. Auch auffällig ruhig. So, wo ich gerade so viele Seelen habe, höre ich doch mal ganz kurz zum Shop. Erstmal geben wir jetzt die Kugel ab. So. Where's Shop? Ah, guck mal hier. Aber nur 8 Stück. Damit können wir auf jeden Fall den Furnace Golem, der uns noch fehlt, killen. Aber interessant, dass der das alles nur... Begrenzte Stückzahl. Kaufen alle mal die Resistenzen, weiß man nicht. Dreamers Lily. Miranda Powder. Manche Sachen tauchen auch hier im Hauptladen auf. White Flash Mushroom, Red Flash Mushroom. Moment, die Red Flash Mushrooms, das sind doch die guten, oder? Verwechsel ich die jetzt?
Red Flash Mushroom. Guck mal, die kannst du unendlich kaufen. Hier. Im Main Store. Crack Crystals kannst du kaufen. Aber die Fireflies nicht. Das ist das Dumme. Aber fürs Crafting von fetten Pötten brauche ich... Ja, hier sieht man es. Black Pyrefly oder Ember, müssen wir ja nichts davon, außer den Red Flash. Okay, Red Flash Mushrooms ist das kleinste, wohl können wir kaufen. Aber die anderen nicht. Ember of Mesmer kann man easy farmen, aber die Furnace Visagen nicht. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich hier mit Black Pyrefly. Die müsste man eigentlich auch irgendwo easy kriegen, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wo. Lulling Branch slowly builds up sleep while gradually. So. Okay. What F's? So. Was habe ich eigentlich da für einen Buff da oben? Seht ihr diesen Totenkopf oder was das ist? Zweite von rechts, der Buff. Was ist das? Ach, das ist das Armor Set. Okay. Rashkazas Armor Set. Okay. Okay, also, wir können... Was können wir... Das Katana von ihr. Weed Cutter. Können wir ein bisschen hochleveln auf jeden Fall. Sword of Darkness. Nochmal mit der Spirit Glaive. So viele neue Waffen mittlerweile. Chat, welche Waffen machen wir noch? Serpent Bone. Die von Koss Putrescence Cleaver. Taugt die? Ich bin nicht so sicher, ob die taugt. Ah komm, plus 9 können wir uns ja eh leisten. Ist ja eh schon sogar. 1, 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ne, jetzt ist es 9.
Santrinas Schwert für Sleepy Time? Finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Bisschen rumexperimentieren mit Sleepy Time. Dann machen wir noch Shasakasa's Great Katana. Auf plus 9. Was ist mit den Parfüm-Bottles? Wollen wir die maxen oder werden wir die nicht benutzen? Ich finde die in manchen Situationen nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe die nicht auf 10 gemacht. Die ist plus 9. Oben rechts wird nur das Große, in der Mitte wird nur angezeigt, was die nächste Stufe ist. Ihr müsst links gucken. Was ist mit Sword of Darkness? Das gehe ich auch noch plus 9. Wenn ich mal ein bisschen drum experimentiere. Okay, jetzt haben wir ein paar neue Waffen zum Rumspielen. Können wir mal abchecken. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir gehen. Wo gehen wir? Gehen wir wieder rein? Kannst zumindest die Map holen. Was haben wir denn hier? Ich bin mal gespannt, ob die Waffe was taugt, ey. Wir haben hier Madness-Schafe. Es ist irgendwie erstaunlich wenig Gegner hier. Es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Trau dem Frieden hier nicht. Was ist hier? Problem. Was ist das für ein Schädel? Da läuft was. Aber was? Madding Hand. Rot. Wie ein Invader? Ah, okay. Das heißt Madding. Frenzy! Habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich mal ein Frenzy-Bild spielen soll. Da, wo der blaue Strahl ist, ist die Karte. Oh, hier aber wird man abgelenkt. Die wollen, dass ich hier lang gehe. Hide yourself, make not a sound. Quietly await your chance. Combat is not an option. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Bloodborne-mäßig, dass die einem die Energie wegschießen, wenn sie einen nur sehen.
Ich glaube, ich bin schlauer. Wir machen. Wir versuchen es mal, wie immer, mit dem Creepers Vial, aber womöglich. What the fuck war das? Alter, habe ich mich erschreckt. Ja, das ist Bloodborne-mäßig, okay. Die Typen gab es doch exakt in Bloodborne. Wie hießen die nochmal? Es ist schade, dass das nie hilft, ne? Okay, das kann sich offensichtlich einfach zu mir beamen. Ach, ich kann gar nicht gegen das Ding kämpfen? Stimmt, da stand ja, Combat is not an option. Okay, irgendwie kann man die umbringen, auf jeden Fall. Combat. Not an option. Okay, ihr wollt den. Vielleicht muss man die von hinten killen. Deshalb ist hier der tiefe Busch. Oder man soll wirklich nur an den vorbei und soll die nicht fragen. Das halte ich fast für. Backstabben wir mal. Okay, er hat sich halt umgedreht. Hm. Tja, schwer zu sagen, ob jetzt der Backstab. Er hat sich halt rechtzeitig umgedreht, ne? Ich kann immer noch nichts bestätigen. Ob das funktioniert oder nicht. Warum mache ich das auch? Julia, danke schön. Danke für dein Raid, liebe Julia. Okay, jetzt versuche ich den Backstep. Aber die drehen sich halt schon um, ne? Warte mal, habe ich nicht... Nee, habe ich nicht. Hatte ich nicht irgend so einen Blumenhelm?
eine Sekunde zu spät. Okay, vielleicht muss man einfach nur an den vorbeisneaken. Aber ich gehe erstmal. Was? The spectral steed is frightened and cannot be summoned. Das hatten wir auch noch nicht. Das ist ja geil. Alles hier hat Madness auf jeden Fall. Okay, da vorne ist die Map. Die holen wir uns jetzt auf jeden Fall. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier schon ready bin für dieses Gebiet. Vielleicht sollte ich erstmal in Shadowkeep weitermachen. Das war ja der ursprüngliche Plan. Aber man wird ja immer gern mal abgelenkt. Bin ich ja mal gespannt. Wir haben die Map completed, auf jeden Fall. Zumindest optisch. Alter, jetzt nochmal so ein... Das ist halt die Frage, ob man hier... Wird man wahrscheinlich gar nicht lang können. Auf diese Landzungen... Oder diese Inseln? Keine Ahnung. Ist da noch was? Ich glaube, da ist nichts. Was schade wäre, aber ich schätze mal, hier wird man schon irgendwas machen können. Hier, das sieht schon nach einem Gebiet aus. Wenn mir noch nicht ganz klar ist, wie man da hinkommt. Vielleicht von unten. Oder durch den Berg durch oder so. Aber ich glaube, das hier ist nix, oder? Das sieht nicht so aus, als ob das was ist.
Church. Shadow Tree Fragment 2! Wie geil. Ich brauche nur noch einen für ein Level-Up, Leute. Wupp, wupp. Das war nice. Was ist denn dein fucking Problem, Alter? Was ist jetzt davon? Eye of Yellow. Warte mal, Eye of Yellow, das ist doch schon wieder ein Hinweis. Pisst euch. Eye of Yellow, was konnte man damit nochmal craften? Ja gut, Anti-Madness macht Sinn. Temporary Boost Focus. Anzeigen Hauptmeister sind wieder on the road again? Was? Ihr habt angefangen. Was sind das für Viecher? Kennt ihr noch die Dark Souls 3? Oh nein, das wollte ich gar nicht machen. Aus Dark Souls 3 diese Dinger, die Typen mit dem Brandeisen. Die einen nur bei, die einem die Energie runtergezogen haben, sobald sie einen nur gesehen haben. Das waren mit die scariesten Gegner, vor denen hatte ich am meisten Schiss irgendwie. Die waren so unheimlich. Ja, genau, mit dem Peace-Zeichen da drinnen. Gucken die mich an? Ja, offensichtlich. Winter Lantern Fly. What? Winged insects carrying dangling frenzied flame grape. Material used for crafting flies lazily around the abyssal forest, said to be heralds of the aging untouchable. And seeing these, the wise know to stay well clear of that place. Aber was kann man damit bauen? Bauen vor allem. Komm immer noch nicht zusammen. Pferdchen. Okay, kommen wir nicht hoch ohne Pferdchen. Wie kann es denn jetzt hier regnen? Jesus. Ich bin wie Donald Duck. Ich habe meine eigene Regenwolke immer über mir. Das war ein kurzer Regen. Hä? War das ein getriggerter Regen? Hab ich nämlich irgendwas getriggert?
Lol. Der wird hier getriggert irgendwo da oben durch den Berg. Na gut. Am Ende des Tages ist es halt auch nur ein Spiel. Verzeihen wir das mal. Also da kommen wir jetzt hier nicht lang. Kommen wir hier hoch. Da ist der Regen. Es soll hier offensichtlich Regen. Regen. But why? Hier ist nix. Schon merkwürdig. Warum kann man hier hoch? Hier ist wirklich gar nichts. Also ganz schön leer das Gebiet, sowohl von Gegnern als auch von, ja, eigentlich allem. Vielleicht haben die das noch nicht fertig gemacht. Übrigens haben wir hier auch noch unser neues Schlafschwert. Wo habe ich es denn? Doch auch hochgelevelt. Ach so, und unser Sword of Darkness. Da weiß ich auch noch nicht, was das kann. Hier. Wellwood Sword of Centrina. Mists of Eternal Sleep. Funktioniert nicht bei allen Gegnern tatsächlich, aber wenn es funktioniert, ist es geil. Hä, irgendwas killt mich hier. Why? Irgendwo kriege ich Madness. Von wo? Von der Fliege. Das war tatsächlich sehr lustig. Das war wirklich einfach nur diese Fliege, die hier war. Aber man kann sie einsammeln und mit sich rumtragen. Das ist ein bisschen wie Radioaktivität. Radioaktivität ist nur tödlich, wenn man sie nicht in der eigenen Hosentasche hat. Hier ist nichts. Ist wirklich nichts. Das sieht aber aus, als ob da was ist. Hm. Ich werde noch nicht so schlau aus dem Areal auf jeden Fall. Da ist ein Item tatsächlich.
Das habe ich gerade übersehen. Dumm. Jetzt bin ich nämlich unten. Also sind es die Schafe, die mich angucken? Sind es die Madness-Schafe, wenn die einen angucken, dass dann Madness hochgeht? I don't get it. Hey Eddie Rocket, yo, ich lese auch den Chat auf YouTube, aber wenn ich spiele, bin ich meist sehr konzentriert und kann nicht dauernd in den Chat reingucken. Wenn es wichtig ist, müsst ihr es mehrmals fragen. Oder so im Abstand von 5 Minuten oder so, dass ich es dann auch mal mitkriege. Ich guck nicht. Also ich kann. Es ist jetzt halt kein Just Chatting, Leute. Es ist jetzt halt Hardcore. World Class Souls Gaming. Außerdem muss ich ja mal aufpassen, dass ich mich nicht spoile oder so. Ach, guck mal, da habe ich was übersehen. Frenzy Flame Perfume Bottle. Das ist ja krass. Das werde ich auf jeden Fall hochleveln. Weil eine Frenzy Flame Waffe habe ich, glaube ich, gar nicht. Das Ding hier ist doch auch irgendwas. Oder? Hardcore Landschaft an Cooking. Ja, aber das ist die Experience. Das ist die Souls Experience. Es ist immer ruhig und entspannt, bis die Kacke plötzlich am Dampfen ist. Und man weiß ja nie, wann die Kacke am Dampfen ist. Das macht ja auch die Spannung aus. Da war ich schon, oder? Sieht ja schon wieder alles gleich aus. Nee, da war ich noch nicht. Oder doch? Komisch, es fängt gar nicht an zu regnen. Oh. Well. Also hier ist überall gar nichts, ne? Das ist schon auffällig. Lol. Er stand einfach am falschen Ort zur falschen Zeit. So, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Es ist schon echt wenig los hier in dem Gebiet. Wir müssen wohl zu diesem Frenzy. Typen gehen und irgendwie rausfinden. Habe ich hier wirklich alles? Muss auch mal da oben gucken. Wie gesagt, im DLC hängen auch gern mal so... wie heißen die Dinger? Naja, so Töpfe. Die können irgendwo hängen, ganz unscheinbar. Ich bin mir sicher, ich habe auch schon welche übersehen. Und wenn man die abschießt, dann droppen die, glaube ich, in der Regel auch wieder eine Kugel, die du bei den Twin Maiden Shops abgeben kannst. Und dann kannst du oft Sachen kaufen. Was durchaus hilfreich sein könnte, wenn du ein bestimmtes Item craften willst und keinen Bock hast, die Items zu farmen. Aber ich sehe hier absolut nichts. Da oben ist ein Item.
Das werden wir uns natürlich snacken. Gibt nur 4 oder so von denen, ja. Ich glaube 2 oder 3 habe ich sogar. Erinnert ein bisschen an das Dark Souls Gebiet aus. What the fuck bist du denn? Ratten. Ich hasse Ratten. Falsch. Oh shit. Mann, jetzt wollte ich mal hier die Special-Funktion von der Waffe ausprobieren. Okay, haut schon gut rein, aber weiß ich nicht. Natürlich viel Schaden gemacht. Kostet aber auch ordentlich FP. Also nicht so überzeugt, ehrlich gesagt, von... Lame. So lame. Es war nicht sonderlich gut bewacht, aber trotzdem lame. Komm ich da hoch? Aber hier kommt man hoch. Doch, da kommen wir hoch. For show. For show, for show, for show. Muss ein bisschen schräg hüpfen. Da bist du drauf. Haha. Aber es bringt gar nichts. Wie können wir das Wetter noch schlechter machen? Nebel, weiter, Regen.
Weiter. Schneesturm. Nix. Wo war das Item? Da oben. So Leute, lasst uns mal überlegen, wann macht FromSoft immer Ankündigungen für neue Spiele? Meistens ist es ja erst immer ein kryptisches Bild, wo man noch nicht mal weiß, um was für eine Spielreihe es sich handelt. Wie bei Sekiro oder Bloodborne. Hieß das nicht sogar Project Beast oder sowas? Wie viele Jahre bevor dem Release kommen diese Sachen raus? 1, 2, 3? Wann war der Teaser von Elden Ring und wann war der Release von Elden Ring? Und wann nach dem letzten Release, also verglichen, wann kam der allererste Teaser von Elden Ring? Und davor müsste es ja... Ja, ich weiß nicht, ob man Armored Core dazu zählen kann. Aber ansonsten wäre es Sekiro gewesen, glaube ich, oder? Also was ich halt versuche rauszufinden, wenn das überhaupt so geht, aber einfach nur, weil es Spaß macht, sich Gedanken drüber zu machen. Wann könnten wir damit rechnen, dass FromSoft was Neues anteasert? Momentan ist ja offiziell nichts in der Pipeline. Also klar, die arbeiten natürlich an irgendwas. Miyazaki hat auch gesagt, sie arbeiten an irgendwas. Aber wann ist man bereit, uns schon ein Happen hinzuwerfen? Es gibt angeblich Leaks zum neuen Jahr, ey, ganz ehrlich. Die Leaks kennen wir ja. Es gibt seit 5 Jahren Leaks zu einem Bloodborne. Das ist alles, hat sich alles nicht bewahrheitet, also. Lasst uns mal nur über offizielle Sachen reden. Es sei denn, es ist ein offizieller Leak, also. Armored Core DLC wird das nächste sein. Ja, okay, das wird natürlich... Das könnte sein, aber ich glaube, das ist... Das ist nicht die große Ankündigung. Eher neue IP. Jetzt habe ich mich hier wirklich in diesen Wäldern aber auch ganz gut verlaufen. Jetzt natürlich leicht was übersehen. Also es gibt halt keine Gegner in diesem Gebiet, keine größeren, außer ein paar Ratten. Das ist schon merkwürdig.
Oh, shit. Oh, Mann. Langsame Waffen, ich sag's euch. Ich kann mich hier aus dem Scheißloop nicht abwählen und wegrennen. Auf Distanz gehen. So, und dann erstmal den... Oh, er hat den falschen ansortiert. Invisiert. Und jetzt... Mach deine Magic. Sleep. Why don't you sleep? Sleep. No sleep. Till Brooklyn. Won't sleep. Vielleicht immun gegen Schlaf. Ja, ein bisschen enttäuschend so, ne, die Waffe. Jetzt ist sie sogar gebufft mit Sleep, aber bringt ja nichts, wenn der Gegner... Bringt ja alles nichts. Nicht der allergrößte Fan von diesen Waffen. Was nehmen wir? Zusätzlich... Okay. Immer noch ein bisschen Handkanten-Action. Hier findet man auch nur Dreck. Ist überhaupt nicht wert, die ganze Gefahr hier auf sich zu nehmen. Wenn dann am Ende nur so ein Quatsch da liegt. Noch ein Item. Ich habe komplett die Orientierung verloren, Leute. Ist das Wasser? Unter uns, ja. Sekiro 2? Ah, weiß ich nicht. Ich glaube eher eine neue IP, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass die an einer neuen IP arbeiten. Sekiro 2, da kam nicht mal ein DLC raus. Ich weiß nicht, ob man mit Sekiro noch Geld verdienen kann. Ich würde es natürlich feiern, ich fände es cool, aber... Sure. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir hier einmal quasi... Oh, ist noch einer. Wieder hier. Ich könnte mir vorstellen, dass sie was Online-mäßiges planen, aber ist nicht mein Favorite-Wunsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas wie Dark Souls Online oder so rausbringen. Es ist einfach zu verlockend, diese große Fanbase, die man sich aufgebaut hat, nicht monatlich zur Kasse zu bitten.
Wie lange können sie noch widerstehen? Okay, wir müssen jetzt da vorbei, glaube ich, wenn wir weiter wollen. Aber wie? Was haben wir da für den? Ich weiß echt nicht. Wie man die reinlegen soll. Das könnte was sein. Concealing Veil? Falscher Slot. Ich gehe jetzt einfach erstmal weiter. Vielleicht muss ich gar nicht gegen den kämpfen. Aber irgendwie muss ich rausfinden, wie man die tötet, weil es ist ja nicht in Ordnung, die leben zu lassen.
What the fuck ist das? Oh, das sind Alarmanlagen, Alter. Wie geil. Das sind Alarmanlagen. Alter. Aber sie kann man natürlich auch zu seinem Vorteil nutzen, weil die echt lange dann dahin rennen. Moment, das kann gar nicht das Gebiet aus dem DLC sein, weil im DLC ist er doch geritten, meine ich. Und hier kann man ja das Pferdchen nicht benutzen. So, dann sind wir hier oben. Ratten. Ich hasse Ratten. Entspann dich, Sonnenblume, entspann dich. Das ist keine Sonnenblume. Augen, Glubschi. Ha! Guckt mal, Leute. Ne, doch nicht, oder? Hä? Ne, doch nicht. Ich dachte, da hängt so eine Kugel, wie ich vorhin noch erzählt habe. Ah, schade. Das Bonfire. Ey, das Gebiet ist ziemlich groß. Guck mal hier, das nimmt ja einen richtig großen Teil der Map ein hier. Aber ist ganz schön leer. Prinzessin Leia. Quietly await your chance. Das sind die gleichen Nachrichten, die wir schon haben. Okay, quietly await your chance. Okay, also es sind Alarmanlagen.
Warten wir darauf, dass sie sich schlafen legen, oder? Den Moment verpasst. Kann doch eigentlich nur von hinten sein. Es muss ja was sein, was jeder... Was jeder Char kann. Also jeder Build sozusagen. Oder? Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Fucking Madness Fickfucks. Okay, Daniel kommt rum, circa gegen 21 Uhr. Das ist doch schön, dann machen wir ein bisschen Musik hier. Soll, wie die einfach im Kopf stecken. Das gibt's doch nicht. Fucking fucks.
vielleicht. Naja, die schlagen ja nicht zu. Ja? Vielleicht kann man. Naja, ich glaube, das ist. Aha! Jesus Christ! Das macht mich kirre hier. Kann man die töten, Chat? Oder beiße ich mir jetzt hier umsonst die Zähne aus? Oder brauche ich irgendein Special Item oder was? Now we're talking. Mit Perry. Swollen Grape. An eyeball of the frenzied flame that has swollen from within. Exceedingly my... Was man damit bauen kann. Ich sehe nichts Neues. Ich weiß nicht, was man damit baut. Ich glaube, mir fehlt noch die andere Zutat. Damit mir das hier angezeigt wird, kann das sein? Kurz dem Daniel antworten. So, also den Fucker haben wir. Was passiert denn jetzt, wenn man gegen die Dinger läuft? Setzen die aus? Nee. Jetzt bin ich heavy.
Ach so, wegen... Nee. Was ist denn eigentlich... Das ist eine Ratte. Holy shit, wollt ihr mich verarschen? Hatte ich denn da? Ja. So. Ja gut, gehen wir weiter, ne? Ich habe das Gefühl, die haben das Gebiet nicht zu Ende designt. So ein schönes, großes Gebiet und dann ist hier irgendwie so wenig. Man weiß, dass es bei jedem FromSoft-Spiel eigentlich gibt. Immer wieder mal. Oh, vielleicht kann ich Pferdchen sammeln, wenn ich die anderen Typen lege. Vorausgesetzt, die spawnen nicht wieder. Das riecht nach Boss. Oh. Zwei Stück. Wie ging das jetzt? Also wir müssen sie zum Schlagen kriegen, dass wir sie ja überhaupt parryen können. Naja, das war nichts. Aber zwei ist natürlich schon brutal hier. Zwei ist schon eine Ansage. Was ist das denn? Können wir nicht erstmal nur gegen den einen? Oh, ich hab Fat Roll. But why? Wieso killt er mich jetzt One-Hit? Ist er stark? Also, weil dahinter noch einer ist. Okay. Oh, Jesus. Ist das der einzige Weg, die zu killen mit einem Parry? Ich weiß nicht, wie willst du denn das schaffen gegen zwei?
Alter, was sind das denn bitte für Facker? Mann, ey. Zweite. Oh, jetzt nervt der zweite mich hier, während ich den geparried habe. Warte mal. Das was bringt. Das nervt der Spacko da hinten. Wo kommt der denn jetzt? Er hat aber auch 16 Augen, da muss man sagen. Fairerweise. Jesus, ey. Ja, die sind schon ein bisschen dumm. Erst recht, wenn zwei in der Nähe sind. Das ist schon ein sehr random Gegner, oder? Vor allem aus welcher Entfernung? Ich kann nicht mal einen hier... Ach, Jesus. Einer alleine wäre ja kein Problem, aber zwei packt man einfach nicht. Der zweite gebeamt.
Es muss doch irgendeine scheiß Waffe geben, die mit denen kurzen Prozess macht. Dann wäre es natürlich auch zu einfach. Nix. Leute, das Parieren ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es da zwei sind. Und der Parry killt nicht instant. Tja. Tja, 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 tja. Ich müsste ja wenigstens mal hinkriegen, die zu trennen, dass nur einer angreift. Vielleicht, wenn ich... Ja. Komm hier, wir kämpfen hier. Sehr gut. Aber das ist der Trick. Da oben auf dem Baumstamm den anlocken. Parryn. Killen. Next. Okay. Scheiße, den hätte ich parryen müssen. Ja, das ist die Regel. Das war, da war ich zu langsam. Das habe ich verdient. Aber so geht's. Das ist der Trick. Jetzt weiß ich, wie ich den mache. Und wenn der erstmal weg ist, ist der zweite auch am Arsch. Dann sind beide weg. So nehme ich. Scheiße! Schleichen wird nicht als Lösungsweg akzeptiert. Natürlich nicht. Ich lasse doch nicht einfach solche Schergen da rumlaufen. Erst recht, wenn die nicht respawnen und Items droppen. Schleichen meichen.
Oh, was? Wieso? Jetzt komm. Komm, Boy. Nee, das war doch ein Parry. Wieso killt der mich? Den ersten habe ich stehen gelassen, weil ich da noch nicht wusste, wie man den killt. Keine Sorge, der wird auch noch drankommen. Oh. Was? Doch. Ja, da sieht man natürlich nichts im Kornfeld. Ein Mäd im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sadness, wenn die Madness schreit, ein Bett im Kornfeld. Immer Blumen im Stroh, das macht Freude. Mann, nicht so. Parryt der denn nicht? Ich verstehe es nicht. Also gefühlt waren da jetzt schon Parrys dabei. Kann das am Schild liegen? Nein, ich habe ja schon den davor damit gekillt. Das liegt einfach am schlechten Timing von mir. Ich muss im Prinzip
diesem ersten Blast ausweichen. Der ist immer richtig scheiße. Danach ist man meistens insta-death. Aber wenn du das nicht schaffst, dann musst du dem zweiten ausweichen. Ich finde es so krass, der mich one-hittet, ey. So, jetzt mach ich ihn. Dann. Does damage to you, it, whether you parry it correctly or not. So, that causes a bit of damage. Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland. Und sagt mir nicht im Chat, ich soll irgendwas nicht machen oder machen. Ihr müsstet doch langsam wissen, wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich es auch. Und die Typen haben auf jeden Fall das Recht verwirkt, zu leben. Ups. Schmachtert halt so. Lasst mich. Was? Du bist noch im Bild aktuell. Okay. Schrei mich nicht an. Hab dir nichts getan, Nikola. Oh, jetzt ist wieder Fatroy. Ich habe auch hier komplett die falschen Talismänner. So, wo ist denn hier überhaupt irgendwas? Jesus. Most used müsste man. Er kommt um 9. Ja, weil jetzt kommt. Ist 9, deswegen. Naja gut, Nikola, was soll ich ihn jetzt anrufen und sagen, wo bleibst du oder was? Ich glaube, vielleicht gibt es eine Neuigkeit schon. Er hat gesagt, er kommt so um 9, dann nehme ich mal an, dass er in den nächsten paar Minuten hier kommt. Alles klar. Ich dachte, er wäre... Ach, Nikola. Könnt ihr sagen, dass er nochmal schreibt, ich bin gleich da oder sowas. Ja, aber und was ändert es dann?
Ob er jetzt schreibt, er ist gleich da, oder ob er jetzt gleich da ist, ist er in beiden Fällen, ist er gleich da. Aber möchtest du, dass ich Schluss mache und schon mal umbaue? Nein. Alles dann sag gut. Das. Ansonsten warten wir jetzt, bis der Schröckert hier reinmarschiert, weil der kann mir sicherlich helfen beim Umbau. Das stimmt. Oh, was ist da hinten? Easy. Halt's Maul. Und halt's Maul Nummer 2. Dieses Gebiet ist aber auch verwirrend. Nikola braucht Genauigkeit für seinen Plan. Ja, es ist jetzt 21 Uhr. Schröckert hat ja gesagt, er kommt um 21 Uhr. Jetzt ist es 21 Uhr. Wollte nur mal fragen, ob es da Neuigkeiten gibt, weil es ist ja jetzt schon die Zeit, die er gesagt hat, dass er kommt. Ich programmiere noch nebenbei und wenn die jetzt gerade gleich umbauen müssen, muss ich aufhören zu programmieren. Weißt du? Ah, so wird langsam ein Shoot aus. Siehst du, je mehr wir dich ärgern, desto mehr erfahren wir. Ich bin ja jetzt gerade in ein Thema drin, das ja, programmieren muss ich ein bisschen einarbeiten. Was programmierst du denn? Weißt du, was ich mir wünsche? Oh. Was geil wäre, aber so ich weiß nicht, wie das... Nee, aber wenn man Musik auflegt, ja. Dass dann das passende Musikvideo dazu gezeigt wird. Passende Musikvideo? Das wäre geil. Das hat Kogi gemacht. Da können Leute im Chat per Befehl Songs vorschlagen. Dann sucht der Bot das YouTube-Video. Nee, das ist das Gegenteil von dem, was ich will. Du entscheidest. Ich will nicht, dass Leute sich einen Song aussuchen. Ich will, dass ich einen Song spiele und das Video, sofern vorhanden, dann sozusagen im Hintergrund läuft. Das würde gehen, wenn du nicht die Software kennst, wie du das machst. Traktor. Traktor? Das gibt's nur für Mac oder auch für Windows? Für beide. Dann schau ich mal. Sieht schlecht aus. Ja, das ging aber schnell. Hast du... Auch eine Schnittstelle dafür und die gibt's anscheinend nicht. Was heißt eine Schnittstelle? Ob ich die Nachricht im Chat gerade sehe, das kommt von der Twitch-Schnittstelle, API. API ist das Wort, was du suchst. Traktor API gibt's nicht. Wollte nur ein Interface. Nee. Das erste Vortrag ist... Guck mal, Serato API. Guck mal, ob es für Serato sowas gibt. Schau mal, das Serato. S-E-R-A-T-O. Ich glaube, bei Serato kann man sogar mittlerweile direkt aus Tidal und Spotify Songs auflegen, sozusagen. Was natürlich geil ist, weil dann hast du durch so einen Streaming-Dienst ja quasi jeden Song der Welt immer dabei als DJ. Keine Plattenkiste mehr schleppen. Scheiß Ratten hier, in welchen Größen es die gibt. Aber sie droppen gut Potions. Ist schon geil gegen PvE. Das Moveset von den Great Katanas. Longsword von Monster Hunter quasi. Tatsächlich bei Monster Hunter meine Lieblingswaffe. Oder sagen wir so, die einzige, die ich kann. Ja, stimmt nicht ganz. Doppelklingen kann ich auch. Hier oben ist wieder gar nichts, oder was?
Wie fand Ede den Film Deadpool und Wolverine? Sehr unterhaltsam. Allerdings teilweise schon fast ein Overload an Gags und Easter Eggs und Meta-Jokes und so weiter. Also es war echt jede... Man musste echt aufpassen, alle 5 Sekunden. So ein bisschen wie Rick and Morty, alle 5 Sekunden oder alle 3 Sekunden. Jeder Satz ist irgendwie ein Joke und eine Anspielung und ein cleverer Hinweis oder Verweis und so. Gab wenig Zeit zum Ausruhen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich gelangweilt hätte. Das war teilweise sehr, sehr lustig. Kino hat viel gelacht. Sag mal, bin ich wieder an der Stelle, wo ich die Typen gemacht habe? Hä? Wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich raff dieses Level nicht. Leute, wo muss ich denn jetzt lang? Da war doch ein Bonfire, das gibt's doch gar nicht. So, warum ist denn hier ein Bonfire? Hier muss doch irgendwas sein, wenn hier ein Bonfire ist. Vielleicht hier? War ich doch gerade. Ja toll, jetzt sind die Ratten alle wieder da. Ich scheiße jetzt auf die Ratten. Und da ging es wieder runter. Da bin ich doch eben lang gegangen. Hier ist doch nichts. Das ist doch exakt der Weg, den ich eben gegangen bin. Das gibt's doch gar nicht. Wo übersehe ich was? Was glaube ich, wer wird als erster entlassen in der Bundesliga, also Trainer? Ich würde sagen Seoan in Gladbach. Da tun die sich nicht mehr lange an. Topmöller? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Topmöller natürlich, wenn die Eintracht versagt. Allerdings hat die Eintracht wirklich einen starken Kader und eine sehr viel Zeit und komplett alle zusammen in der Vorbereitung. Also ich bin selber gespannt auf die Eintracht. Die Eintracht ist wieder mal Wundertüte. Kann die erste Trainerentlassung sein, aber ich würde denen auch die Meisterschaft zutrauen, ganz ehrlich. Absolut unpredictable. Oha, hier ist ein Item. Mad Craftsman Cookbook. Frenzied Flame Pot. Rope Frenzied Flame Pot.
Wie lange wird sich Flick bei Barcelona halten? Ja, ey, ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der da scheitert. Also zum einen hat er bei den Bayern ja auch überragenden Erfolg gehabt. Und andere Länder, andere Sitten. Vielleicht stehen die komplett so auf diesen deutschen, also sowas, was wir, wo wir uns drüber lustig machen, Graugänse und der liebe Onkel Hansi und Männer und so. Vielleicht ist das aber bei einer anderen Kultur genau das, was die wollen, diesen deutschen Spießer. Weißt du? Also das kann total auch funktionieren. Deshalb würde ich gar nicht mal sagen, dass Hansi Flick da unbedingt scheitern muss. Aber die Chance ist trotzdem sehr hoch, weil ich schon glaube, dass der ein ziemlicher Lauch ist. Was ist hier? Nichts. Hier ist einfach nichts. Ich raff diese Welt nicht. Hier muss doch irgendwas sein, ey, Leute. Keine Invasion, kein Boss, kein Item, nix. Aber alles sieht so episch aus. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Haben die vergessen, das zu Ende zu designen hier, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Es ist so ein komisches Gebiet, Leute. Es gibt überhaupt nichts zu entdecken. Wo ich hier schon überall jetzt lang gekrebst bin. Oh, jetzt kommt der Schröckert. Jetzt kommt der Schrödinger. Egal, dann mache ich jetzt hier. So, dann mache ich jetzt hier Schluss. Dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Viel haben wir ja nicht gesehen, leider, in dieser Episode. Tut mir leid, aber wir haben rausgefunden, wie man die dummen, glubschaugigen Madness-Viecher killt. Das ist ja auch schon mal was. Da ist er! So, komm ruhig rein. Ja, okay, ich mache jetzt hier kurz Pause. Auf jeden Fall. Und dann bauen wir um und dann. Okay. Okay. Dann willst du. Ja, der Mann sieht dich. Guck, wink doch mal. Hallo. Okay. Ja, Leute, sorry. Aber das nennt man Freunde. Ihr habt davon vielleicht gelesen. Ach, Leute, ich mache nur Spaß. So gut befreundet sind wir gar nicht. Okay, was geht? Wir gehen hier raus. So. Das war's mit Elden Ring für heute. Morgen geht's weiter. Tschüss.